ob die wirklich top wird. Ich meine, es sind viele Leute unterwegs. Also wahrscheinlich nicht, aber man kann ja mal gucken. Hey Leute, was geht? Ihr seid bei JB Cars TV und das ist meine schnellste Runde auf dem Nürburgring mit meinem Alfa 147. Schauen wir mal, ob ich unter 10 Minuten komme und mir keine Glatze rasieren muss. Bin ich da schon? Und da beginnt die Runde. Hier beim Anbremsen so weit links wie möglich fahren. Am besten den linken Außenspiegel dabei wegfahren. Da wurde ich von dem Fiesta schon in zwei Kurven aufgehalten, weil ich keine Ideallinie fahren konnte. Ich musste wieder langsamer tun, weil ein Golf mit mehr als der doppelten Leistung an mir vorbei wollte. Der Nachteil, wenn man ein leistungsarmes Auto fährt. Heben wir ab? Nein. Aber dafür morden wir die Reifen in dieser schnellen Doppelrechts. Hier ist übrigens der schnellste Punkt der Strecke für mich, weil es hier ordentlich bergab geht. Fünfter Gang bei so 170. Durch Arenberg durch tauchte hinter mir ein 600 PS BMW M5 auf, den ich ungern bei der Anfahrt zur Fuchsröhre vorbeilassen wollte. Oh, Fuchsröhre jetzt schlecht. Der ist zum Glück schnell vorbei. Wow, jetzt aber. Münchner, weißt du? Wir wurden gerade von einem M2 aufgehalten. Hi Rebel Tree. Hoppala, da ist einer an der Seite. Ich war an der Unfallstelle vorbei, vorsichtig gewesen. Quietschen tun die Reifen bei mir ja immer. Aber es war keine Gelbphase zu sehen. Das war jetzt ein bisschen spät. Da die Gruppe
zusammen schnell hinterherfahren wollte, bin ich extra lange auf der Seite geblieben, was viel Zeit gekostet hat. Schneller durch, als man denkt. Oh, das ist die zweite Zufall, oder? Ja. Sweet. Über 5000, das war ein guter Ausgang. Ja, der kommt gleich, keine Sorge. Ich hatte befürchtet, dass der langsam fahrende M2 auf dem Anstieg zur Steilstrecke uns auf der Seite stehen lässt und danach wieder langsamer fährt wie wir. Bessere Linie. Und jetzt fällt die Power. Yo. Und jetzt beginnt der lange Anstieg. Zeit, ein paar Blümchen zu pflücken. Der M2 wahrscheinlich und hält uns dann in der Kurve auf. Ja, wir machen einfach dicht. So, du kommst da nicht vorbei. Ja, du siehst auch, der kennt die Strecke überhaupt nicht, der gibt gar nicht Gas. Ja, weiß schon. Ich muss sozusagen den Speed nutzen, den ich hier aufgebaut habe, für das ganze Stück da jetzt bergauf. Ja. Weil nur an der Stelle geht es ein Tiki bergab oder gerade, nur da kann ich wirklich beschleunigen. Hier hoch, keine Chance. Wie wär's mit einem Kaffee? Das geht nur so ganz gut. Naja, und ich hänge im vierten, ich bin ja nicht mal im fünften. So, Mutkurve! Fast voll! Uah, ich hätte sie sogar voll nehmen können, aber. Ne, ist mal vorsichtig. Heute noch was vor? Ich weiß, die geht bei mir voll. Nach einer Minute, 10 Sekunden Qual, endlich oben angekommen. Runterschalten in den dritten Gang ohne Bremsen, weil mein Auto so sehr an Speed verloren hat. Und jetzt in meinem Lieblingsteil der Strecke. Auf der Strecke los, als ich es gewollt hatte. Langsamere Autos, die wir überholen mussten. Schnellere, die uns überholt haben. Ein liegen gebliebenes Auto neben der Strecke und ein paar kleine Fahrfehler von mir. War es trotzdem genug? Hat sich das Quälen der Reifen, Bremsen und des Motors gelohnt? Durch Schwalbenschwanz, die vorletzte Kurve.
Kopf. Letzte Kurve. Aber die Runde ist gut. Und so fährt man unter 10 Minuten auf der Nordschleife. Scheiße. Weil die war echt, echt super. Das war so ungefähr so die, wie die Runde, wo wir zum ersten Mal gefahren sind. Ja, da gab auch nicht viel Stör. Da sind zwar schnelle Leute vorbeigefahren, aber das war an Stellen, wo es... Oh, die Reifen. Oder es können auch Bremsen sein, eins von beiden. Ja, auf jeden Bremsen, Fall. Ich. Ja. Ja, ich habe alles gegeben da jetzt. Kann auch sein, dass eben wegen dem Bremsmanöver hier kurz, weil das war jetzt auch nicht ohne. Aber ich wollte halt noch mit Speed über die Linie, weil das Feeling ist gut. Die könnte unter 10 sein. Sieht man, oder was, hast du schon gestoppt? Nee, bin noch nicht. Das schauen wir im Nachhinein, nachher, ob es unter 10 ist. Aber vom Gefühl her, wir wurden ja nicht wirklich aufgehalten. Doch einmal kurz am Fuchsröhre oben. Ja, wo wir dann an den M2 rankamen und dann ein anderer noch sozusagen überholt hat. Da wurden wir ein bisschen aufgehalten, aber das war nicht gravierend. Nee. Also es könnte, wenn wir Glück haben, ist so unter 10. Ja, weil dann muss ich mir nicht die Haare rasieren, ne? Machst du das? Ja, schon. Also wenn ich es nicht schaffe, dann natürlich, aber ich glaube, jetzt muss ich es nicht machen. Dann hoffe ich, dass du es nicht geschafft hast. Oh, du bist ein... Wow, da muss wohl irgendwas mit der Kamera gewesen sein. So seltsam. Aber wie es scheint, habe ich trotz dieser ereignisreichen Runde die 10-Minuten-Marke geknackt und das mit Abstand. Das heißt wohl, dass ich mein Haar für eine Weile behalten darf. Wenn ihr jetzt enttäuscht seid, dass sie noch da sind und da bleiben werden und ihr habt eine andere interessante Challenge-Idee für abseits der Nordschleife, dann schreibt sie doch in die Kommentare und fordert mich heraus. Schaut auf jeden Fall nächste Woche vorbei, denn da gibt es wahrscheinlich einen neuen Autotest bei meiner Suche nach dem perfekten Auto. Also verpasst das nicht. Und bis dahin, driftet eure Hand über den Abonnentenknopf, macht einen Burnout auf dem Like-Button, fahrt doch mal bei meinem Instagram vorbei und ich sehe euch im nächsten Video. Ciao! Jeremy Clarkson.